Ja, ich glaube, ich mache mal den Anfang. Alles klar. Ich befinde mich also in Griechenland und es ist spät Abend oder ja, fast spät Abend. Also einen guten Abend wünsche ich Ihnen aus Griechenland. Und ich nehme an, dass es in USA etwas früher ist, die Uhrzeit. Also einen schönen Tag an Ihnen und alle anderen Mithörenden. 19 Uhr, ja. Also das muss Polen sein, nehme ich an. Online-Kommunikation und Kollaboration mit Hilfe verschiedener Apps. Wir haben mit meiner lieben Kollegin aus Estland, Amy Jössalo, Amy und ich, vor 9:50 Uhr Kanada, ja, das ist ein bisschen früh, vor 3 Jahren unsere Zusammenarbeit angefangen. Wir kannten uns vorher, also persönlich nicht. Unser erster Kontakt, persönlicher Kontakt, hat 2013 in Bozen stattgefunden bei der IDT. Und wir hatten da die Gelegenheit, uns in einer Sektion, wo wir beide einen Beitrag erhalten haben, uns kennenzulernen. Und weil wir beide sehr aktive E-Trainerin sind und sehr begeistert von der ganzen Aktion von E-Training, entstand die Idee unserer Zusammenarbeit. Vorher kannte ich und Amy mich natürlich nur online über die Webschule, Web 2.0 Zauberschule. Amy ist eine von den Direktorinnen von den Hauptakteuren, würde ich sagen, der Zauberschule. Und ich bin da als Lehrerin sozusagen. Ich habe da halt präsentiert. Und nach unserem Kennenlernen hat es mit den E-Training-Projekten angefangen. Erst kam DAF Webschule. Es war eigentlich unsere Idee, eine webbasierte Schule zu gründen, so wie sie sich auch anhört. Wir wollten also gemeinsam webbasiert online DAF-Stunden durchführen und interessante Web 2.0 Tools und Apps ausprobieren, zusammen ausprobieren, also wir und unsere Schüler, und anwenden. Wir haben natürlich auch Best-Practice-Beispiele von beiden Schulen ausgetauscht, kommentiert, voneinander gelernt und wir haben auch versucht, wissen Sie, wenn man zum ersten Mal zusammenarbeitet und man sieht, wie gut es funktioniert und wie schön es halt ist, dass unsere Idee auch, sagen wir so, wir sehen, dass es auch realistisch weitergeführt wird. Wir wollten also die DAF-Lehrer, Lehrerinnen, Beispiel des 21. Jahrhunderts auszustatten, was man so braucht, um so ein Lehrer zu sein, auch selbst ausprobieren und mit unseren Schülern so viel wie möglich, halt alles auf einmal, wenn es möglich wäre, tatsächlich zu testen. Ich muss sagen, für unsere zwei ersten Projekte, die ganze Dokumentation hat in Blendspace stattgefunden. Und das erste Projekt, das wir realisiert haben, das hat in Estland den ersten, zweiten estnischen E-Training-Preis bekommen. Ich möchte jetzt in dem Referat nicht vieles über E-Training sagen, weil man kann sehr vieles online finden. Also wenn sich mehr darüber interessieren, natürlich
Kein Problem, sage ich dann auch am Ende ein paar Sätze dazu. Aber ich möchte jetzt halt etwas mehr über das Projekt, über unsere Projekte an sich erzählen. Nach DAF Webschule kam DAF Digistunden. Amy, bist du da? Amy, kannst du mich hören? Ich sehe, dass Amy hat immer noch Probleme mit ihrem Mikrofon. Wir arbeiten da noch dran. Okay, alles klar, dann mache ich halt weiter. Ich wollte nur halt fragen. Das Digi-Stunden. Ja, so wie es sich auch hört, digital. Wir wollten diesmal diese Live-Online-Digi-Stunden auszunutzen, mit denen wir verschiedene Apps für Deutsch ausprobieren. Die griechische Schule hat sich mehr mit den iPad-Apps auseinandergesetzt und ausprobiert. Und die estnische Schule mit Android-Apps. Android, ja. Und die besten von denen natürlich, wie dabei spielen, haben unsere Schüler ausgetauscht, kommentiert, reflektiert, wie das so abgelaufen ist. Und wieder natürlich voneinander gelernt. Wir haben auch versucht zu sehen, ob es gemeinsame Apps sowohl also für Android als auch für iOS-Geräte gibt und welche am besten zu benutzen wären und wie man das dann Entschuldigung, im Unterricht anwenden, verwenden kann, welche Schwierigkeiten es gibt. Halt alles so ganz, ganz detailliert von unseren Schülern wurde es ausprobiert. Und wir kommen jetzt zu unserem dritten Projekt, ITKUN. Das bedeutet gemeinsam, together, in einem estnischen Dialog. Und wir wollten auch unser dreijähriges Zusammenarbeit sowohl für die Schüler, aber auch für uns Lehrer irgendwie feiern. Darum auch dieser Name. Und wir haben jetzt hier mehr auf das Lehren und Lernen der Schüler konzentriert. Wir haben unsere Skype-Stunden ausgenutzt, um tatsächlich zu unterrichten. Wir haben sowohl ich als auch Amy haben eine lange Vorbereitung durchgeführt und sehr gut überlegt, welche Themenbereiche wir im Unterricht mit uns machen könnten, welche Themen wären für sie von Interesse. Und mit der Hilfe verschiedener Tools haben wir das auch dann in einer Unterrichtsstunde auch durchgeführt. Es klingt vielleicht für Sie ein bisschen komisch, aber alle drei Projekte wurden gleichzeitig, also jetzt so wie ich mit Ihnen über Skype, über Adobe, über Getwico es präsentiere, auch mit Hilfe von Skype unseren Schülern attraktiv, würde ich halt so sagen, dargestellt in unserer Lernstunde. Im Unterricht, im normalen, aus der Schule. Nichts weiter, nichts mehr, nichts weniger. Es ist jetzt schade, dass Amy nicht dabei ist, weil ich muss sagen,
Amy war diejenige, die alles sehr konzentriert und sehr fast pinkerlich, würde ich sagen, alles dokumentiert hat mit Hilfe eines Tools mit Blendspace. Hier ist das Blendspace, was wir für die DAF-Webschule verwendet haben. Es ist zu sehen. Und natürlich, weil es unser allererstes Projekt ist, waren wir sehr auf die Präsentation der Schüler konzentriert. Also sich vorstellen, wie machen wir das, welche Apps wären, könnten halt für sie leichter zu verwenden. Und ich muss sagen, meine Schüler aus der griechischen Schule haben sehr, sehr viel mit, oh Gott, jetzt, das kann nicht wahr sein, ich habe die App vergessen. Nur mehr könnte es, Telagami, Entschuldigung, mit Telagami, als alles ausprobiert. Und wir hatten da noch die Hilfe, sage ich, oder das Glück, dass damals Telagami noch freier war, weil wir hatten es 2013, 2014 bis Mai war das Projekt fertig. Und im Juli kam die Meldung von Telagami, dass man zum Beispiel eigene Fotos nicht mehr hochladen kann oder dass zum Beispiel die Avatars ganz beschränkt Jacke oder Haare haben könnten. Das war schade, aber wir hatten noch das Glück und konnten sehr vieles mit Telagami, also die Schüler konnten sich sehr gut präsentieren. Das war ein sehr, sehr Pluspunkt für das ganze Projekt. DAF Digistunden. Hier haben wir tatsächlich, wir waren, ich darf mal so sagen, die Versuchskaninchen von verschiedenen Apps. Die griechische Schule für iPads, die estnische Schule für Android-Geräte. Und wir haben das sehr langsam und detailliert und alles da ausprobiert. Bitte Kuhn, ja, hier haben wir nicht so sehr auf das Ausprobieren, Kommentieren uns konzentriert, sondern mehr an das Unterrichten. Ich weiß, dass Microsoft diese Initiative Skype in the Classroom hat. Und ich würde sagen, genau das haben wir auch gemacht. Skype in the Classroom. Wir haben Skype genutzt, benutzt, verwendet, damit wir unser Unterricht einfach motivierender, schöner, wenn Sie möchten, attraktiver für unseren Schüler da präsentieren. Hier sollte eigentlich dieses Video, ja, ich möchte eigentlich nur dieses Video Ihnen zeigen. Ich hatte am Anfang 8 Videos geschickt, aber ich glaube, nur dieses Video von uns in, wir haben ByteApple, oder das hat Amy in ByteApple gemacht. Und ByteApple ist eine neue Applikation. Webtool, eigentlich nicht Applikation, Webtool, weil es im Web zu verwenden ist. Und da können Sie sehen, nein, das ist Nummer 3, Video Nummer 3. Könnten wir das sehen? Wäre es möglich? Ja, genau das.
kann man es auch zeigen. Also ist jetzt etwas passiert? Eine Frage an den Moderator. Ja, wir arbeiten an einem. Ja. Videosprechen geht nicht gleichzeitig. Okay, dann höre ich auf zu sprechen. Danke. Okay. Ich sage Ihnen etwas mehr über meine Skype-Erfahrung, wenn ich fertig bin. Also es dauert nicht mehr lange. Und da können wir tatsächlich drüber reden. Also, das war das Video. Lauter sprechen. Ja, ich gebe mein Bestes. Sie sehen hier, welche Tools wir während unserer dreijährigen Zusammenarbeit ausprobiert haben. Oh, also Padlet, AnswerGuardl, BlendSpace, ThinkLink, Haikutek, Mentimeter, Tresider, Learning Apps, Zontings, SpicyNotes. Ich sag so. Entschuldigung, für Evaluation haben wir natürlich AnswerGuardl und Reciter benutzt. SpicyNotes finde ich einfach toll. Das haben wir hauptsächlich in unserem dritten Programm Itekun angewendet. Zondel und Kahoo, wo hier nicht steht, waren. Ich hatte so genannt Sondel-Wahnsinn und Kahoo-Wahnsinn. Also es ist unglaublich, echt unglaublich, was da passierte, als wir zum ersten Mal sowohl mit Sondel als auch mit Kahoot mit den Kindern gearbeitet haben. Das war einfach Wahnsinn. Ich konnte da nicht in die nächste Stunde mit den Schülern arbeiten. Es ging nicht. Es war sowohl zu laut, und zweitens, sie waren wie vom Winde verweht, also irgendwo anders. Sie wollten ständig spielen. Das geht natürlich nicht, leider nicht. So oft wie oft sie wollten. Und dass wir ständig nur mit Kahoot arbeiten, das ging auch nicht. Dasselbe auch mit Sondel. Wir haben sogar einen Sondel-Wettbewerb gemacht, wer da das beste Projekt mit Sondel durchführen würde. Und das war so schön. Die Schüler haben das selbst dann die Endprodukte deren Mitschülern ja, nicht kritisiert, sondern nur
ein oder zwei Sätze dazu gesagt. Think Link, ja, was soll ich dazu sagen? Man kann so viele Sachen da auf ein Foto verlinken. Und durch Amy wurde ich ein Fan von Blendspace. Das gebe ich zu. Ich bin jetzt ein Fan von Blendspace. Ich liebe auch Entschuldigung, Tag oder Small, aber Blendspace, ich danke Amy dafür. Die besten 10 Apps, also Lern Deutsch vom Goethe-Institut, natürlich die App sehr toll, einfach. German Verb Supposition. Learn German, German Verbs, der, die, das, Flippagramm. Ja, das war ein Hit. Und mein Lieblings-App wurde, es war Adobe Voice und seit Mai ist diese tolle Spark-Adobe-Plattform gegründet, wo sowohl Adobe Voice heißt jetzt Spark-Adobe Video. Wenn Sie es nicht oder noch nicht kennen, dann sollten Sie es unbedingt mal probieren. Sowohl Sie als auch Ihre Schüler. Also es ist einfach faszinierend. Als Deutschlehrer, als Sprachlehrer, es ist einfach nicht sehr leicht, sehr gute Apps zu finden, wo man sowohl Ton, Sprechen, hören und Schreiben ausüben kann. Das ist eine App, wo sie tatsächlich alle drei Fähigkeiten, vier Fähigkeiten in einer anderen Art und Weise jedes Mal oder sagen wir mal diesmal jenes ausprobieren können. Ich war von Anfang an fasziniert und es tat mir so leid, dass es nur eine iOS-App war und ich habe mich so riesig gefreut, als ich im Mai gesehen habe, dass es jetzt im Web ist, für jeden zugänglich und man kann Fotos, eigene Fotos hochladen. Es gibt tolle Common Creative Fotos, Common Creative Commons in der Applikation und Musik, die man ohne verschiedene Probleme natürlich anwenden kann, verwenden kann. Und ich habe nur positive Erfahrungen damit. Und meine Schüler auch. Die haben tolle Projekte, tolle kleine Schulprojekte gemacht, wie man sich präsentiert, Lieblingsautor, ihre Familie präsentiert. Also, wie gesagt, Spark, Adobe, ich danke denen, dass sie sowas gemacht haben. Also, ja. Ich verdiene, bitte, sehen Sie es nicht, ich verdiene nichts von denen. Ich bin nur begeistert, weil meine Schüler begeistert sind. Und das macht mich natürlich glücklich. Slideshow, QR-Codes, ja, das ist eine andere Sache oder eine Sache für sich. Da muss ich halt sagen, Sie müssen es unbedingt mal ausprobieren. Wenn Sie es mal versucht haben, dann bleiben Sie hängen, glauben Sie mir. So ist es wenigstens mir vor 4 Jahren passiert. Und jedes Mal, jedes Schuljahr, mache ich unbedingt ein oder zweimal im Jahr so ein kleines Projekt im Unterricht mit QR-Codes. Das finden auch meine Schüler sehr, sehr nützlich. Ich möchte hier nichts mehr sagen. Ich möchte nur an Learning Apps noch ein Wort dazu. Wenn Sie es nicht kennen oder wenn Sie vielleicht nicht die Gelegenheit hatten, sich damit zu beschäftigen, versuchen Sie es. Benutzen Sie es. Gehen Sie mal rein, es lohnt sich. Da sind unglaublich viele Sachen drin.
Und nicht vergessen, zwei Österreicher haben diese Applikation da gemacht, nur so nebenbei erwähnt. Ja, welche Tools für unsere Zusammenarbeit wir angewendet haben. Natürlich Skype, ne? Google Drive, sowohl Slides als Google Docs, Kahoot, das habe ich schon erwähnt, ThinkLink, Tresider, Answergarten, Facebook, hauptsächlich wir Lehrerinnen, damit wir uns besser natürlich für jede Stunde vorbereiten konnten, organisatorische Sachen und solche. Kapl, das ist eine App, die wir in unserem letzten Projekt tatsächlich angewendet haben. Und das war echt super. Auch von der Leichtigkeit her, wie schnell es geht. Natürlich gibt es ja, Probleme, würde ich sagen, weil es ist eine Smartphone-App, keine Web-App. Adobe Connect Raum. Wir hatten ganz am Anfang, also nur in unser erstes Projekt, ja, die Gelegenheit, einen Adobe Raum für eine kurze Zeit zu benutzen. Und darum steht es auch hier. WordPress. Amy ist unser Dokumentationsfreak, würde ich fast sagen. Und sie hat auch Blogs benutzt, damit sie das präsentiert. Mentimeter. Meine Schüler waren begeistert im letzten Projekt mit Mentimeter. Und natürlich alles das wurde in E-Training in TwinSpace Live dokumentiert. Hier unten sehen Sie, das ist klickbar. Spicy Notes. Hallo, jetzt bin ich zu Spicy hören. Notes. Oh, endlich! Hallo. Endlich! So was passiert. Bin ich gerade rechtzeitig. Also Genau rechtzeitig. wunderbar. Genau rechtzeitig. Also Genau. was für Erfahrungen haben wir dann gemacht? Also wir sollen immer kreativ sein, immer ruhig bleiben. Humorvoll sein, obwohl ich heute eigentlich schon weinen wollte. Also bei der Projektarbeit ist es nötig, immer wieder einige Überblicke zu erstellen, damit man sieht, was getan ist und was man noch tun sollte. Und ja, es ist sehr wichtig, die Pläne sehr durchdenken und gut vorbereiten und Schüler motivieren und diese Projektschritte alle so ganz schlau oder pfiffig in die Deutschstunden zu integrieren. Denn dann machen die Schüler das alles sehr gerne und sehr begeistert. Außerdem ist es sehr gut, wenn man auch dabei an E-Unterrichtsmaterialien denkt. Mir gefallen immer diese E-Unterrichtsmaterialien. Und bei diesen Projekten habe ich eine Serie von BlendSpace sogenannte Unterrichtsmaterialien erstellt zu verschiedenen Themen. Und das heißt, dass man sie immer wieder verwenden kann, auch alle anderen und auch Schüler. Und was für Erfahrungen noch? Ja, ich habe zum Beispiel auch Blogs erstellt. Also ich informiere die Öffentlichkeit über die Projektarbeit in der Schule, in der Schulblog, im Schulblog und auch im Kreis noch. Und außerdem auch auf der Kohlielu-Straße, Seite, das heißt bei uns dieser Bildungsportal. Ja, okay. Weil wir nur noch 3 Minuten haben, geht es Gottes Willen. schnell. Hier. Okay, das hatte ich Ja. erledigt.
Das habe ich schon erwähnt. Ja. Das können auch, ich Das muss können nur sagen, auch, ich muss nur sagen. wir haben Wir haben während der Durchführung des ganzen Projekte Arbeit, Zusammenarbeit, drei große Feier, sagen wir so, gehabt. Letzte Minute. Wir haben in der ersten Projektarbeit den Europatag zusammen gefeiert. Mit dem zweiten Projekt hatten wir das 10-jährige Jubiläum 10-jährige von Jubiläum E-Training von zusammen E-Training gefeiert. zusammen gefeiert. Und zuletzt Zuletzt mit Uetekun mit Uetekun. haben wir die Diversity Day gefeiert. Und das, was ich Ihnen eigentlich zuletzt nochmal erwähnen möchte, ist, es gab lange Vorbereitungszeit. Wir haben aber alles versucht, gut zu organisieren, damit unsere langen Sitzungen per Skype von uns Lehrerinnen tatsächlich für unsere Schüler Tatsächlich für unsere Schüler innerhalb einer Stunde gemeinsam zu arbeiten, getrennt manchmal kleine Schritte gemacht und die Motivation, das Agieren, das Kreieren, dann Präsentieren und Evaluieren war der ganze Ablauf von allen drei gemeinsamen Live-Online-Sternstunden-Projekten. Und für uns als eine Art Belohnung sozusagen war das alle drei Projekte den European Qualitätsstandard